Zweite Fußball-Bundesliga, der HSV ist weiter Spitze. Die Hertha rehabilitiert sich ein wenig, aber was machen denn die Schalker da auf einmal? Naja, wir bleiben heute am 5. Bundesligaspieltag thematisch ein bisschen in Nord- und Mitteldeutschland in der ausführlichen Besprechung. Viel Spaß dabei bei den Wettfreunden. Spieltag Nummer 5 der zweiten Fußball-Bundesliga. Hier sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid. Und ja, ich begrüße natürlich den internen Gewinner unserer kleinen vorwöchigen Wettrunde. Ja. Hallo Olli. Ja, lief ganz gut bei mir. Ja, während ich mich mit zwei richtigen Tipps begnügen musste. Ja, also wirklich ein selten schlechtes Ergebnis. Jan, random 6 richtige Tipps. Hat natürlich jetzt keinerlei Einfluss auf den Redeanteil in der heutigen Veranstaltung. Ich werde heute auch ein bisschen daneben tippen. Ja, aber ich habe natürlich ganz besondere Mühe und Zeit investiert, um diese Scharte wieder auszuwetzen. Ja, und es sind ja einige sehr interessante Partien dabei. Ja, nicht unbedingt im Vorfeld Tore versprechend, ja, muss man sagen. Zum Beispiel unsere erste Partie, wenn der FC St. Pauli die Nullinger der Liga bei Eintracht Braunschweig kastiert. Ja, St. Pauli jetzt eine kleine 0-0-Serie, auch 0-0 gegen Magdeburg, da hatte ich das Unentschieden richtig, aber ich hatte jetzt ein paar Sachen. Aber ja, der BTSV Eintracht Braunschweig 0-2 in Karlsruhe verloren, das sieht ja gar nicht so gut aus. Aber in den Niedersachsen jetzt aktuell auf Tabellenplatz 16 und ja, spielerisch und ja, müssen die Braunschweiger wahrscheinlich doch mal gucken, ob sie so mittel- bis langfristig in der Liga bleiben, aber da ist ja natürlich noch Hoffnung vorhanden und St. Pauli ist ja immer so ein bisschen Wundertüte so in der Saison. Es geht mal rauf, das geht mal runter. Wie fangen Sie denn jetzt diese neue Saison an, aktuell auf Platz 9 gegen Magdeburg? Natürlich eine Abwehrschlacht sich da geliefert. Hätte natürlich mit ein bisschen Glück der eine oder andere Ball mal durchrutschen können. Das könnte jetzt in Braunschweig vielleicht ein bisschen leichter werden. Ja, Wetterbieter zumindest optimistisch mit einer glatten 2,0. Ja, jetzt keine haushohe Favoritenstellung, aber doch solide. Ja, und auch durchaus attraktiv zu tippen. Dein 2:1 bringt dann eine 8,6. Ja, unentschieden 3,8. Ein Sieg für den BTSV eine 3,6. Ja, doch, war doch so eine gewisse Überlegenheit da gegen Magdeburg. Ich glaube, es waren am Ende 28:3 Torschüsse. Aber ja, trotzdem, je länger das Spiel dauerte, desto eher hatte ich den Eindruck, dass wenn noch jemand ein Tor schießt, dann wahrscheinlich eher Magdeburg. Ja, also irgendwann so spätestens so nach 70, 75 Minuten war doch die Luft bei den Hamburgern raus. Ja, irgendwie haben selber nicht mehr dran geglaubt. Und ja, Artig hatte noch Lust, der hat zwar kaum Bälle gekriegt, aber ja, irgendwie so ein bisschen Gefahr verströmt er doch allein durch seine bloße Gegenwart. Ja, hätte durchaus noch ganz übel ausgehen können für St. Pauli. Und ja, so sind sie halt noch ungeschlagen, aber eben nach dem Auftaktsieg beim ersten FC Kaiserslautern dann 3-0 nochmal in Folge, erinnert ein bisschen an Schalke letztes oder zu Beginn der Rückrunde in der Vorsaison. Da haben sie es ja, glaube ich, auch 4-0 nochmal in Folge gebracht und hatten daraus damals große Hoffnung geschöpft, ja, wie man weiß, im Nachhinein vergeblich. Ja, St. Pauli, das war schon ganz schöne Trostlosstimmung dann am Milan-Tor nach dem Abpfiff. Ja, das hat man sich anders vorgestellt. Ja. Und aus meiner Sicht sind sie ja auch gar nicht so sprunghaft, ja, sondern sie sind ja wirklich so, dass sie lange Serien haben. Ja. Wie im letzten Kalenderjahr war es ja ganz mies. Ja. Da sind sie ja erst, hatten sie eine ganz schwache Rückrunde gespielt in der vorletzten Saison, dann eine sehr schwache Hinrunde in der letzten Saison. Ja. Und im laufenden Kalenderjahr ging es da eigentlich immer nur vorwärts. Ja. Ja. Zum Beispiel in der Rückrunde, die sie ja mit 10 Siegen am Stück begonnen hatten. Beinahe noch aufgestiegen wären. Ja, aber nach diesen 10 Siegen, ja, ein ewiger Zweitliga-Rekord natürlich, kam eben dann ein Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Ein Heimspiel auch noch, ja. Die einzige Heimniederlage der gesamten letzten Saison hatten sie eben dann gegen die Braunschweiger Löwen in den Sand gesetzt, ja. Und das nahm dann schon die folgende Derby-Niederlage beim HSV vorweg. Und ja, danach haben eben wirklich nur noch, ja, dann war es eigentlich nicht mehr darstellbar, dass es noch nach oben geht. Ja, so ist es ja auch nicht gekommen. Aber in der Hinrunde hatten sie auch schon verloren in Braunschweig. Ja. Und das vorletzte Gastspiel in Braunschweig hatten sie auch schon verloren. Also jetzt nicht gerade so ein Lieblingsgegner für die Kids-Kicker. Und insofern habe ich gewisse Zweifel, weil Braunschweig jetzt auch nicht so schlecht angefangen hat die Saison. Ja klar, stehen jetzt bei 3 Punkten, aber haben immerhin gegen Schalke ein sehr wichtiges Heimspiel gewonnen. Mhm. Ja, und auch ansonsten waren sie nicht so weit weg. Gegen Kiel ist ja auch eine Spitzenmannschaft, haben sie zum Auftakt 0-1 verloren. Beim ersten FC Magdeburg haben sie mit 2-1 verloren. Das ist auch nicht so schlecht. Ja. Gegen KSC, das hätte jetzt natürlich besser aussehen können, keine Frage. Aber sie haben natürlich das Problem, dass sie ständig da rote Karten schlucken. Ja. Nach 5 Pflichtspiele haben sie ja schon absolviert mit DFB-Pokal. Nur 1 davon haben sie mit voller Kapelle beendet. Ja. Das macht es dann natürlich dann schon schwierig. Ja. Und wenn das gegen St. Pauli mal besser hinhauen sollte, dann ist zumindest ein Punkt drin.
ich tippe hier auf dem Unentschieden und nehme ja das ganz unoriginelle 1:1 der Feichtel. Nicht noch ein 0:0, das glaube ich nicht. Nee. Ja, das wird sich St. Pauli dann nicht nehmen lassen, dann doch mal einzuschenken. Ja. Aber das ist eben der einzige Lichtblick aus Sicht der Gäste. 6,8 gibt es dafür. Okay, aber trotz langer Serien kein 0:0 hier auch interessant. Nee. Ja, gut, ja. Ja, dann 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC. Das ist eine Partie, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das ausgeht. Wenn ich mir die Wettanbieter so die Quoten angucke, sind die sich auch nicht ganz sicher. Also bei Hertha ist jetzt natürlich noch ein bisschen Vorsicht zu genießen. Klar, 5:0 gegen Fürth gewonnen, das ist natürlich fantastisch. Aber sie haben ja auch im Pokal 5:0 gegen Jena gewonnen. Und was darauf folgte, war dann alles andere als erquicklich für die Hauptstädter unter Pal Dardai. Ja, und der 1. FCM aktuell auf Tabellenplatz 4. Ja. Also das 0:0 auf St. Pauli war auch ein achtbarer Erfolg, ist ja bei absolut der Lieblingsgegner der Magdeburger und das nimmt man da schon mit, ist ja im Prinzip ein gefühlter Sieg und ja, ich bleibe dabei, Magdeburg wird am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz haben und jetzt gegen Berlin ist eine sehr spannende Partie. Ich rechne hier mit dem Magdeburger Sieg, 2:1. Ich traue dem Berliner Aufschwung noch nicht ganz, die müssen erstmal etwas Nachhaltigkeit beweisen und ja. Die alte Dame und nachhaltig, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Junge Truppe aber inzwischen da am Start. Ja, das stimmt, unterschiedlich, ja, so ein paar haben sie ja jetzt noch abgegeben auf den letzten Drücker, ja, Richter ist weg, ja, das der Kapitän, ne? Schlag ins Kontor, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das so gut wegstecken, ja, okay, Luke Bacchio, da haben sie ja nun wirklich drum gebettelt, dass sie den zu halbwegs erträglichen Preisen noch abgeben können, hat dann auch noch geklappt, ja, und ja, dafür, dass das so ein großes Wechselspiel war, war das 5:0 natürlich sehr ordentlich gegen Fürth, aber ja, das Vertrauen in die alte Dame ist eben noch nicht komplett zurückgekehrt. Im Gegenteil, die Magdeburger können sich die Quoten der Wettanbieter einrahmen, ja. Doch eine relativ solide Favoritenstellung mit einer 2,3, Auswärtsquote für die Berliner eine 2,9, unentschieden 3,8 und aus meiner Sicht absolut verständlich, ja. Also ich meine, statistisch kann man jetzt hier nicht aus dem Vollen schöpfen, weil obwohl die Deutsche Bahn schon vor Jahrzehnten eine Regionalbahnverbindung zwischen Magdeburg und Berlin eigens eingerichtet hat. Dafür wurde Magdeburg von der ICE-Strecke genommen. Ja, ne? Ein bisschen Schwund ist immer. Ja, aber auf jeden Fall gab es dieses Duell tatsächlich noch nie. Und ich bin schon so oft mit diesem Zug gefahren. Ich auch. Aber bin immer rechtzeitig ausgestiegen. Ich nicht. Es ist nicht zum Schlimmsten gekommen. Ja, ein paar Mal war ich natürlich auch schon im Magdeburger Stadion. Das, nicht das Schönste der Republik, aber da wird jetzt doch schon ziemlich schöner Fußball gespielt, ja, und insofern unterschreibe ich da die einstellige Platzierung auf jeden Fall, ja, ein sehr ordentlicher Saisonstart, der auch gar nicht so überraschend kommt, ja, auch zumindest nicht für uns. Ja, auch für andere, ja, also ich glaube schon, dass da viele gesehen haben, dass Titz da sehr erfolgreiche Arbeit macht, ja, und dass eben auch dieser, ja, die haben ja auch sehr viel Lehrgeld bezahlt zu Beginn in der Hinrunde der letzten Saison, ja, und gut gespielt und schon immer eben diesen Anspruch gehabt, eben viel Ballbesitz zu haben, die Spielkontrolle haben zu wollen, das ist ja jetzt nicht so die typische Spielweise einer Mannschaft, die sich nach unten orientiert, ja, es sei denn, sie ist jetzt völlig irre und schätzt da die Lage falsch ein, ja, das ist ja in diesem Fall nicht so. Da wird schon solide gearbeitet, ne? Ja. Magdeburg muss ja eigentlich den Weg von Mainz und Freiburg gehen. Das sollten so die Vorbilder sein für diesen Verein. Aber ja, du sagst, ja, dass zu den spielerischen Qualitäten jetzt auch ein erkämpftes 0:0, wenn das defensiv auch da ein bisschen stabiler wird, ist Magdeburg, denke ich, auf einem guten Weg. Definitiv. Und das war jetzt ja schon extrem stabil bei St. Pauli. Ja, also sicherlich hätte da mal einer reinfallen können von den Hamburgern, aber es war jetzt auch nicht so. Also ich habe es mir in voller Länge gegeben. Ja, und es war jetzt aber auch nicht so, dass ich dann ständig das Gefühl hatte, der nächste Schuss geht jetzt rein. Ja, im Gegenteil, da sicherlich wurde da mal der Außenpfosten touchiert oder so. Aber im Großen und Ganzen haben sie es doch ganz gut wegverteidigt. Da auch natürlich viele Verlegenheitsschüsse der Hamburger. Und ja, darauf lässt sich aufbauen aus Sicht des 1. FC Magdeburg, zumal sie davon ausgehen können, dass Hertha jetzt nicht so eine Offensivwucht entfacht wie gegen Fürth. Ja, das kam ja schon, das kam auch ein bisschen überraschend. Auch für die Hertha. Gut, Tabakovic, ja, sehr gut eingeschlagen, dachte ich beim ersten Treffer. Na gut, da wurde er angeschossen, das hat er bei Austria Wien gelernt, ja, aber gut, dann hat er noch einen zweiten reingemacht. Vor dann Aini. Ob das jetzt aber jetzt schon ja, das Mittel ist, um eine der ganz großen oder eines der ganz großen Defizite abzustellen, das ist ja nun mal die Auswärtsschwäche. Ja. Die hat ja die Hertha im Wesentlichen in die zweite Liga geführt. Da habe ich Zweifel. Ja. Und 5 der letzten 6 Auswärtsspiele hatten sie verloren. Nur nachdem der Abstieg schon feststand, haben sie sich nicht nehmen lassen und Wolfsburg noch aus dem europäischen Wettbewerb gekickt. Ja, am 34. Spieltag war es. Frankfurter Eintracht wird sich ja, grinsend daran erinnern, zumindest dann, wenn sie das Playoff-Spiel jetzt noch gewinnen und sich damit die Conference League sichern. Ja, ich schließe mich an mit einem Magdeburger Sieg.
hatte nicht den Mut, am Millantor vorab auf dem Unentschieden zu tippen, hat einen knappen St. Pauli-Sieg getippt, obwohl es mich jetzt auch nicht völlig überrascht hat. Und ich glaube, ein 2:0 ist da sogar drin. Ja, Hertha auswärts auch nach guten Heimspielen immer erschreckend schwach, was die Offensive angeht. Ja. So war es in der Bundesliga, so war es jetzt auch in der zweiten Liga. Ja, du sagst es, gut, das 5:0 in Jena war zwar auch auswärts, ja, aber es war ja so ein Spiel außer der Reihe. Ja. Dann fahren sie nach Hamburg und da geht so wirklich so überhaupt nichts. Mhm. Ja. Und der ersten FC Magdeburg traue ich da doch einen relativ souveränen Auftritt zu. Eine Quote von 13, wenn es das 2:0 gibt. 2:0. Ich sage 2:1. Ja, 2,2. Ja, sehr schön. Hast du Magdeburg doch mal ein Spiel in voller Länge gegeben. Ja, da muss ich dir gleich noch was zu erzählen. HSV gegen Rostock. Der erste gegen den zweiten. Ja, glaubt man es denn? Hoch im Norden wird fantastischer Fußball gespielt, zumindest was die Ergebnisse angeht. Hat HSV dann doch 1:0 in Hannover gewonnen. Und Rostock 2:1 gegen Osnabrück. Da hatte ich beide Partien im Prinzip auch richtig getippt. Im Prinzip sollte das doch jetzt auch einen Heimsieg für den HSV geben und bin ich mir eigentlich sehr sicher. 3:1 hier mein Tipp und ich vermute, da bin ich nicht der Einzige mit. Das stimmt, weil die einfache Siegquote ist eine 1,55, wäre aber jetzt auch nicht so niedrig. Unentschieden 4,7, Auswärtsquote 5,6. Das 3:1 landet dann bei einer 11, aber ja, klar. Ist das jetzt nicht so eine ganz niedrige Favoritenquote, die nicht tippbar ist, weil Hansa ja wirklich einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt hat und das ist ja das Spitzenspiel. Ja? Hansa Kocke auf 2, ziemlich sensationell. Schön. HSV auf 1, standesgemäß in der Hinrunde, sage ich mal, ja, wie es so ist. Und Rostock kann ja auch in Hamburg gewinnen, prinzipiell, ja? Auch wenn es die Quoten nicht hergeben. 3 von 4 Zweitliga-Duellen hat ja der HSV gewonnen, aber das vorherige Heimspiel haben sie eben verloren. Das war eben auch ganz früh in der Saison. Der zweite Spieltag war es bereits. Damals eben die Heimpremiere für die Rothosen. Ja, und lange Zeit HSV so angerannt, ohne da wirklich groß für Alarm zu sorgen. Und dann ganz zum Schluss Rostock eben den Lucky Punch gesetzt mit 1:0 gewonnen. Unterm Strich dann auch noch nicht mal unverdient. Ja, HSV ja durchaus auch immer mal so für überraschende Heimniederlagen gut gewesen in der letzten Saison. Mal gucken, ob das anhält. Da waren sie ja auswärts stärker, da waren sie ja die beste Auswärtsmannschaft zu Hause, aber eben nur auf Platz 3, was dann eben zu wenig war, bekanntlich für den Aufstieg. Und jetzt wird Hansa natürlich mit einer richtig breiten Brust kommen. Ja, werden sie, aber es wird nicht reichen. Also Hinrunde HSV kann man immer gerne mal auf den HSV tippen, da hat sich irgendwie dort auch nichts dran geändert. Defensiv natürlich ab und zu nochmal fragwürdig. Also ich sag, Hamburg gewinnt, beide treffen 3:1 Zemente. Für Rostock kann man natürlich noch ins Feld führen, dass sie nicht nur beim HSV gewonnen haben letzte Saison, ja, sondern dass sie, wo sie lange Zeit in Abstiegsgefahr schwebten, bis dann Alois Schwarz eben alles zum Guten gewendet hat, dass sie tatsächlich auf Platz 6 der Auswärtstabelle ins Ziel gekommen sind. Mhm. Ja, 6 Siege, 4 Unentschieden, 7 Niederlagen. Das heißt, in der Fremde waren sie immer schon richtig ernst zu nehmen. 22 Punkte, zu Hause haben sie nur 19 geholt im Ostseestadion. Und das Kuriose ist, mit einem Torverhältnis von 14:23, ja, also die schwächste Auswärtsoffensive, da immerhin auf Platz 6 der Tabelle angekommen. Und das führen sie doch irgendwie auch fort in diesem Jahr. Ja, also sie sind ja in aller Regel nicht die bessere Mannschaft, ja, wenn man sieht, wie sie in Elversberg gewonnen hatten. Da waren sie ja quasi tot. Ja. Elversberg völlig verdient mit 1:0 in Führung, kriegen in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter. Cool, abgesucht. Verschießen den, ja, und dann kommt Pereira, ja, der die kolumbianische Perle aus Stuttgart, sage ich mal, ja, der gerade wenige Stunden vorher eingecheckt hatte, macht einen Doppelschlag und ja, plötzlich haben sie gewonnen. Ja, und gegen Osnabrück war ja auch spielerisch gleichwertig jetzt am vergangenen Wochenende. Ja, und da haben sie dann eben durch einen schmeichelhaften Elfmeter gewonnen. Gut, kann man sagen, im Heimspiel davor haben sie durch einen schmeichelhaften Elfmeter für Hannover verloren. Ja, das hat sich so ein bisschen auf oder die Waage gehalten, ja, aber trotzdem so unterm Strich sind sie extrem effizient, ja, aber so ganz viel Substanz ist da nicht dahinter. Das kann natürlich funktionieren, ja, können sie noch eine Weile oben bleiben, aber ich glaube, der HSV wird sich da nicht noch zweite Heimniederlage einfangen, das glaube ich nicht. Auch wenn mir ein bisschen viel Hype wieder ist um die Hamburger, ja, also auch dieser Sieg in Hannover, jetzt hört man schon, weil jetzt können sie auch noch verteidigen und haben da richtig Bock drauf, ja. Okay, in den ersten zwei Spielen haben sie 5 Tore geschluckt, in Spielen 3 und 4 jetzt jeweils weiße Weste. Spiel 3 zählt ja nicht, war ja härter, ja, aber jetzt gegen Hannover, ja, ich meine, ja, da schießt Hannover
Traumkombinationen schließen seine Latte ab, ja, und das ist nicht gut verteidigt, ja, das ist eben dann das Schlachtenglück in diesem Fall. Und ich bin noch nicht so überzeugt, dass für HSV, dass dies ja jetzt alles so viel besser läuft als in den letzten Jahren, kann mir diese Ausführung aber sparen, weil ich jetzt doch auf einen Sieg tippe, so wie du, gegen Rostock. 3:1 nehme ich mal, ebenso wie du, und nehme auch eine Quote von 11,0. Gott, so wie Jan. Schön, danke schön. HSV können wir ja später in der Saison noch ein paar Mal auseinandernehmen. Ja, das werde ich mir nicht nehmen. Garantiert werden wir dazu kommen. Und spätestens, wenn ich mal 3 richtige Tipps habe, dann geht es aber richtig. Aber richtig, das kannst du dir auch jetzt schon in der Schnellreiterrunde holen. Da werden wir noch das eine oder andere Team jetzt schon auseinandernehmen. Zweite Liga, 5. Spieltag. Die Schnellradrunde beginnt mit der ganz fantastischen Partie Düsseldorf gegen den Karlsruher Sportclub. Der 5. empfängt den Tabellen-6. Düsseldorf 5-0 in Elversberg gewonnen. Gratulation dazu. Der Karlsruher Sportclub 2-0 gegen Braunschweig. Heimsieg Düsseldorf. Bringt eine Quote von 2,05. Unentschieden ist eine 3,9. Auswärtsquote 3,5. Ja, beide Teams tun ja alles dafür, um so untippbar wie nur irgendwie möglich zu sein. Ja, eben. Sagst du, Düsseldorf gewinnt 5:0 in Elversberg. Davor verlieren sie zu Hause gegen Paderborn. Eine Mannschaft, die noch nicht besonders viel auf die Beine gestellt hat. KSC, ja, 2:0 gegen Braunschweig. Davor die 0:1 Niederlage gegen Wien. Das hat sonst nur die Hertha hinbekommen. Aber KSC kann man immerhin ins Feld führen, dass sie ganz gut ausgesehen haben. Zuletzt immer gegen Düsseldorf. 4 der letzten 5 direkten Duelle haben sie gewonnen. Im Vorjahr sogar mit 3:0 in Düsseldorf. Oh. Ja, und das reicht zumindest für Unentschieden diesmal. Ah ja, sagst du. Holstein Kiel hat 2:0 auf Schalke gewonnen. Ja, was ist denn mit den Knappen da los? Na, gucken wir später mal. Kiel ist auf Tabellenplatz 3, eine Spitzenmannschaft, wie du sagst. Und jetzt ja, empfangen sie den eben genannten SC Paderborn, die ich noch nicht ganz abgeschrieben habe, daher hier unentschieden. Bringt eine erstaunliche Mega-Remis-Quote von 4,0. Danke. Auswärtsquote 2,75, Heimquote Kiel 2,35. Und ich würde schon sagen, dass Holstein sowas wie eine Spitzenmannschaft ist in diesem Jahr, ja, und dass die durchaus da ganz oben anklopfen können. Ja, auf jeden Fall, auch wenn ein paar neue Spieler dabei sind, wirkt das doch alles sehr, sehr kompakt und sehr abgestimmt. Ja, und auch wenn es gegen Magdeburg schiefgegangen ist, wie sie dann auf Schalke gespielt haben, das war so hochverdient, ja, und hätte auch noch sehr viel höher ausgehen können. Klar hat die rote Karte geholfen, aber das war nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Ja, gehe hier auf den Heimsieg. Paderborn einfach, ja, haben zwar in Düsseldorf gewonnen, aber ansonsten ist das wirklich sehr schwach, was da kommt. Das dürfte im Normalfall nicht reichen. Ja, ich hatte mir da auch ein bisschen mehr erwartet, aber das kann ja alles noch kommen. Die Saison ist noch lang. Auf Tabellenplatz 7 steht der SVW in Wiesbaden, der Aufsteiger, und da müssen jetzt die Knappen ran. Auf Tabellenplatz 15. Da gerade auf Hertha BSC spuren. Was ist denn da auf Schalke los? Ja, das ist jetzt eine sehr wichtige Partie, die Schalke eigentlich tun nichts gewinnen sollte, werden sie aber nicht tun, unentschieden. Bringt eine 3,7, Heimsieg für Wien Wiesbaden eine 3,5, Auswärtsquote für die knappen 2,05. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Schalke das noch nicht richtig angenommen hat mit der zweiten Liga. Mhm. Ja, sind da noch so ein bisschen großmannssüchtig unterwegs, haben das Gefühl, also gerade so im Umfeld, ja, was die Fans angeht, dass sie da eben in jedem Spiel da mal alle weghauen, ja, und noch gar nicht verinnerlicht haben, dass da wirklich gegen jede Mannschaft potenziell verloren werden kann. Ja, das hat es ja jetzt teilweise schon gezeigt. Mhm. Und gerade auswärts natürlich Schalke mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Wenn man jetzt mal den Pokaltriumph in Braunschweig weglässt, haben sie saisonübergreifend die letzten 4 Auswärtsspiele verloren. 6 der letzten 7 auch eben verloren. Ja, da ist eben nicht viel, was für Schalke spricht. Und ja, Wien kann eben ganz gut verteidigen und dann mal einen Nadelstich setzen. Ja, in Nürnberg hat es jetzt nicht so gut geklappt, aber da waren sie dann ja auch in Unterzahl, nachdem sie zunächst in Überzahl waren, ging es hin und her. Ja, aber ja, gegen KSC gewonnen, gegen Hertha gewonnen und jetzt gibt es immerhin Unentschieden. Ja, sehe ich auch so. Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg, ein alter Bundesliga-Klassiker, der aufgrund veränderter finanzieller Verhältnisse jetzt in der 2. Liga stattfindet. Freut man sich trotzdem am Betzenberg auf dieses Duell. Ich freue mich darauf auch und tippe einen Heimsieg. Mit 2,15 gibt es dafür, wenn der Betze bebt. Unentschieden 3,7, Auswärtsquote Nürnberg 3,3. Ja, beide Mannschaften jetzt schwierig gestartet, aber die Kurve gekriegt. Ja, Lautern nach 2 unglücklich gelaufenen Partien.
ja, jetzt zweimal gewonnen. Ja, sind sie jetzt angekommen in der Saison, ja, und Nürnberg fast schon euphorisch, ja, nach dieser Katastrophensaison zuletzt. Und dann ging es ja wieder so schlecht los in Rostock und dann hätten sie fast gegen Hannover verloren. Ja, jetzt aber zwei Siege am Stück. Und ja, mit dieser doch ganz ordentlichen Leistung, die sie vor allen Dingen gezeigt haben, und dieser Lebensstärke, ja, also mentalitätstechnisch ist es da vor allen Dingen vorangegangen im Frankenland. Damit bestehen sie auch auf dem Betzel, würde ich sagen. Ja, letzten drei direkten Duelle gingen schon alle unentschieden aus. Und jetzt gibt es das vierte Remis in Folge. Ja, auch nicht unwahrscheinlich. Ja, beide Mannschaften im letzten Spieltag 2:1 gewonnen. Aber ich denke, die Roten Teufel werden das hier knapp machen. Fürth gegen Hannover, unsere nächste Partie. Der 12. empfängt den Tabellen-11. Beide Mannschaften mit Niederlagen am letzten Spieltag. Ja, gibt hier Unentschieden. Die müssen sich erstmal wieder sammeln. 0-0-1-1. Auch hier die Remisquote eine 4,0. Ja, 3,6 für Hannover. Favorisiert sind aber die fränkischen Kleeblätter mit einer 1,95. Bei denen hätte man nach dem ersten Spieltag auch nicht gedacht, dass sie nach vier Spieltagen mit einem negativen Torverhältnis dastehen. Ja, waren ja einstmals gestartet mit einem 5:0 gegen Paderborn, aber ja, dann eine 0:5 Niederlage gegen Hertha hat es jetzt eben zum Schluss jetzt komplett ins Negative gedreht. Hat ja gar nicht funktioniert. Zorniger auch noch auf die Bank da gegangen. Ja, na gut, das war dann das geilste Problem, glaube ich. Er hatte ja sein Handy am Mann. Insofern, ja, und es gab ja vor allen Dingen gab ja nichts mehr zu retten. Insofern war es jetzt eigentlich relativ Banane. Ja, und denke, Hannover wird das machen. Ja, okay, ja. Nicht unwahrscheinlich. Gegen HSV waren sie jetzt schon nah dran. Ja, in Rostock. Erster Saisonsieg, der war natürlich eminent wichtig. Ja. Davor waren sie eigentlich auch schon ganz gut im Schuss gegen Nürnberg. Das hatte mich auch überzeugt. Und Fürth sollten sie eigentlich ein Petto haben. Hat der Zorniger keine Lust mehr auf die Franken oder was ist denn da los? Naja, der ist jetzt auch keine Lichtgestalt. Ja, das stimmt. Dann schauen wir beiden Lichtgestalten mal eine ganz tief in den Tabellenkeller und gucken mal, was da noch so brennt. Osnabrück gegen Elversberg. Die beiden Aufsteiger haben sich da ja doch vermutet und doch unten einsortiert mit Niederlagen am letzten Spieltag. Ja, Heimsieg Osnabrück. Ja, nicht nur Niederlagen am letzten Spieltag, sondern ja, gab ja schon drei und das vierte Spiel endete jeweils auch noch mit einem Remis. Das heißt, warten alle noch auf ihren ersten Saisonsieg. Sollte es eben für Osnabrück jetzt klappen, gibt es eine 2,35, unentschieden 3,8. Ausbestquote Elversberg 2,85 und ja, ich glaube, Elversberg hat spielerisch immer noch ein bisschen mehr anzubieten, ja, und würde, auch wenn ich tippe, dass oder schon getippt habe, dass Elversberg absteigt und mich auch jetzt von den Spielverläufen her bestätigt sehe, ja, da fehlt es irgendwie letztendlich an der Erfahrung und ich glaube auch, dass sie in so einen Negativstrudel dann irgendwann reinkommen werden und dass dann spielerisch das eben immer öfter so aussehen wird, wie jetzt beim 0:5 gegen Düsseldorf. Aber jetzt gibt es nochmal eine Reaktion auf diesen echten Nackenschlag und einen Sieg an der Bremer Brücke. Und ja, dafür fast den dreifachen Wetteinsatz zu. Wow. Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen und ich drücke euch die Daumen, dass ihr das alles richtig tippt in dieser fantastischen zweiten Liga der Welt, in der zweiten Liga der Welt, in der besten zweiten Liga Deutschlands. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Ja, Jan kann es sich leisten, allen anderen die Daumen zu drücken mit seinem Lauf, den er jetzt zuletzt hatte. Ja, aber alles wird sich natürlich ändern. Ja. Bewegung kommt ins Zweitliga-Rennen. Ich bin sehr optimistisch, freue mich natürlich auch sehr auf eure Vermutungen, Prognosen oder Ergänzungen einfach. Ja, sind ja immer sehr schöne Beiträge dabei, das ist immer ein richtiges Highlight für uns. Ansonsten bitte ich euch wie immer, uns die Treue zu halten. Schaltet wieder ein. Ja, auch über die Länderspielpause werden wir natürlich uns nicht zum Schweigen bringen lassen. Ja, wenn wir gerne ja, Hansi ganz genau auf die Finger schauen, ja, gucken. Ja, Behrens ist ja, glaube ich, noch nicht dabei. Ne? Na, das weiß ich noch nicht. Ja, Marco, ich weiß noch, die Nominierungen sind ja noch gar nicht raus. Es wird spannend. Ja, Donnerstag steht ja eigentlich ganz im Zeichen der Champions League-Auslosung. Aber vielleicht gibt es ja da auch andere Personalien, die von Belang sind. Behrens hat er sich immerhin schon mal live im Stadion angeguckt. Ja. Na, guck mal, was wir da noch zu gucken kriegen.